In seine 300er-Serie hat Fendt viele technische Feinheiten gepackt. Trotzdem wurde großer Wert darauf gelegt, dass die Bedienung einfach und verständlich bleibt. Wir wollten wissen, wie gut dieser Spagat gelungen ist und haben einen 310 Vario in der Praxis und auf dem Prüfstand ausgiebig getestet. Schauen wir uns an, was der Traktor technisch zu bieten hat. Unter der Motorhaube arbeitet ein Vierzylinder Common Rail Triebwerk von Deutz mit 4 Litern Hubraum, Turbolader und Ladeluftkühlung. Mit einer Nennleistung von 90 PS ist der 310 Vario das zweitkleinste von insgesamt 4 Modellen in der Baureihe. Unseren vollständigen Praxistest finden Sie in der Ausgabe 8 2011 des Fortschrittlichen Landwirts.